Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Wie ihr wisst, ich habe seit einem guten Jahr einen Tesla Model 3. Und was mir schon ziemlich früh aufgefallen ist, ist, mein Auto sammelt sehr viele Daten, aber ich kann die alle gar nicht sehen. Auch wenn ich mal nachgucken will, wie war das eigentlich, wie lange habe ich da geladen, wie viel habe ich da verbraucht bei einer früheren Fahrt, dann ist das eigentlich im Auto selbst gar nicht mehr sichtbar. Ich weiß aber, dass diese Daten da sind. Und dafür gibt es natürlich Tools und das bekannteste davon ist TeslaFi.com. Das habe ich mir geholt vor einer Weile. Das kostet $50 im Jahr, also umgerechnet ungefähr 45 Euro. Bei TeslaFi gibt man einfach seine Tesla-Anmeldedaten ein. Die App greift sich dann die Daten und stellt mir dann die eigenen Daten in Form von möglichen Auswertungen, die ich eben auch beeinflussen kann, zur Verfügung. Ihr habt vielleicht mein Video gesehen, Model 3, Verbrauch und Kosten nach 6 Monaten. Das habe ich im Januar dieses Jahres, glaube ich, rausgebracht. Wenn nicht, dann schaut es euch an. Und da seht ihr zum Beispiel, wie ich mit der TeslaFi-App gearbeitet habe und geschaut habe, was waren meine häufigsten Strecken, wie viel habe ich da verbraucht, im Winter wesentlich mehr als im Sommer und so weiter. Ja, und jetzt sind Anfang Mai die Jungs von Tronity auf mich zugekommen. Dieses ist übrigens kein Werbevideo, denn ich habe nur einen Zugang zu ihrer App erhalten, einen kostenlosen zugegeben, aber das ist mit 38 Euro im Jahr jetzt nicht so die Welt. Und haben gesagt, probier doch mal unser Tool aus. Und genau das habe ich gemacht und möchte euch mal meinen ersten Eindruck nach einem Monat mit Tronity heute hier schildern. Zunächst mal habe ich natürlich, was nämlich bei Tronity möglich ist, die Daten von TeslaFi importiert, sodass ich tatsächlich auch die Daten seit Juni 2019 bereits im Tronity-Modul habe und dieselben Auswertungen praktisch damit auch anstellen kann. Wenn ich auf TeslaFi gehe, ist das meine Startseite. Ich sehe also, ja, ich bin heute noch nicht gefahren und wenn ich auf Previous Day gehe, sehe ich, was gestern Abend so los war. Und da oben seht ihr natürlich die Ladeleistung 45%. Ihr seht, dass ich insgesamt 35.824 Kilometer gefahren bin mit dem Auto. Die Temperaturen Inside Outside, Estimated Range, also wie viel ich ungefähr fahren kann mit der Ladung, die ich drin habe. Dieser Tesla schläft seit 18 Stunden und die Türen sind geschlossen. Und hier seht ihr noch ein paar Auswertungen vom gestrigen Tag. Bei Tronity sieht die Startseite so aus, das ist das Dashboard. Und um ehrlich zu sein, ich finde das schon mal viel hübscher. Ich sehe also auch den Ladezustand der Batterie, Ruhestand 18 Stunden. Ich sehe noch, welche Softwareversion gerade drauf ist. Und ich kann jetzt hier gleich einstellen, welchen Zeitraum ich betrachten will, zum Beispiel den letzten Monat. Dann sehe ich, im letzten Monat bin ich 2372 Kilometer gefahren. Ich sehe, wie oft ich geladen habe. Hier seht ihr, dass ich eigentlich hauptsächlich zwischen Konstanz und Berlin unterwegs war und zwischendurch mal ein paar Interviews geführt habe. Das ist alles bereits auf der Startseite zu sehen. Ich finde, es ist schön aufgemacht. Dann gibt es natürlich den Kalender bei beiden. So sieht es aus bei TeslaFi und so sieht es aus bei Tronity. Da kann man dann drauf gehen. Dann sieht man, was man gemacht hat. Da bin ich durch Berlin gefahren am 29. Juni und im Kalender von TeslaFi sieht derselbe Tag so aus. Genau. Ja, ich bin auch durch Berlin gefahren und wir haben natürlich die ähnlichen Werte. Beide Tools greifen ja auf dieselben Daten zurück und haben nur unterschiedliche Möglichkeiten zur Auswertung. Es gibt hier ganz viele schöne Sachen, die man sich anschauen kann. Auf die will ich jetzt gar nicht alle eingehen. Eine Sache, die ich jetzt hier sehr schnell gefunden habe, ist die Temperature Efficiency. Daran sieht man eben zum Beispiel, bei welcher Temperatur das Model 3 am effizientesten unterwegs ist. Etwas Entsprechendes habe ich jetzt nicht so ohne weiteres gefunden bei Tronity. Bei Batteriemonitor, da sieht man jetzt die Ladeleistung und da sieht man hier auch den Batteriemonitor, die Kapazität. Das kann man sehen. Die Temperature Efficiency habe ich jetzt tatsächlich auch nach mehrfachem Suchen nicht gefunden bei Tronity. Die gab es tatsächlich jetzt erstmal auf den ersten Blick nur bei TeslaFi. Was ich dagegen viel, viel easier finde, ist das Finden von Strecken. Ich habe hier bei Details zum Beispiel die Möglichkeit, Fahrten zu suchen in einem bestimmten Zeitraum, zum Beispiel vom letzten Juni bis heute. Dann kann ich Tags vergeben, zum Beispiel Berlin-Konstanz ist hier mein Tag. Da habe ich mir entsprechend Fahrten zusammengesucht und jetzt sehe ich hier auf einen Blick die 3 Fahrten, die ich hier gemacht habe oder umgekehrt, das sind dann die Fahrten in umgekehrte Richtung. Und da seht ihr, zumal wenn ich 855 oder 858 Kilometer unterwegs war, das war dieselbe Strecke, dann seht ihr, habe ich ein bisschen herumprobiert. Hier habe ich 19,3 Kilowattstunden auf 100 verbraucht und hier 24,9. Was ist der Unterschied? Ich klicke mal rein.
Ich habe bei den 19 Kilowattstunden hier versucht, nie schneller als 150 zu fahren, wogegen ich bei den 24 Kilowattstunden jede Gelegenheit genutzt habe, um mal so richtig loszulegen. Da bin ich oft über 150 gefahren. Wenn ihr hier diese Linie seht, das wäre die 150er Linie. Ich bin also oft über 150 gefahren und bin dafür mit einem Mehrverbrauch von immerhin 5,6 Kilowattstunden bestraft worden. Und das ist schon eine ziemliche Menge dafür, dass ich mehr als 150 gefahren bin. Und unter dem Motto, manchmal ist langsamer schneller, bin ich jetzt inzwischen einfach immer nur noch 150 gefahren, weil sonst stehe ich am Schluss nämlich länger an den Ladestationen, als ich gewinne durch das schnelle Fahren. Eine Sache, die man vielleicht auch bei Tesla 5 finden würde, aber hier ganz offensichtlich Ladestationen. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen, kann einen Standort eingeben, zum Beispiel Berlin. Dann sehe ich hier die Ladestationen und das Spannende ist eigentlich, nehmen wir mal an, ich bin jetzt hier in Mitte, da gibt es hier diese Stationen und wenn ich die jetzt antippe, dann sehe ich auch gleich, was das mit welcher Ladekarte kostet. Also die verschiedenen Tarife. Das ist natürlich ein schicker Service für alle, die mit Ladekarten unterwegs sind. Ich gebe ja zu, auch wenn es schlecht für meine Batterie ist, ich bin tatsächlich nur noch auf Langstrecken im Moment unterwegs, Berlin-Konstanz, Konstanz-Berlin und lade fast immer an Superchargern. Dank eurer Hilfe auch nach wie vor kostenlos, denn ihr habt meinen Referral-Code, den ich nochmal einblende, wirklich häufig benutzt und einige Teslas über meinen Referral-Code gekauft. Vielen Dank dafür, dass ich deswegen immer noch umsonst durch die Gegend fahren darf. Ich hatte natürlich noch ein paar Fragen mehr und deswegen habe ich die einfach angerufen, den Nils und den Thorsten von Tronity und mit ihnen ein kleines Interview über Tronity geführt. Ja, ich habe jetzt hier Nils und Thorsten sitzen von Tronity, zwei von den drei Machern, ist das richtig? Korrekt. Wie kamt ihr denn überhaupt darauf, sowas zu programmieren, zumal es ja auch schon zumindest für die Teslas was auf dem Markt gab, ne? Genau, die Geschichte ist eigentlich wie folgt. Wir haben vor 2 Jahren, sind wir selber auch erst in die Elektromobilität eingestiegen. Wir fahren ein BMW i3 und einen Tesla. Das ist nämlich auch schon der wichtigste Punkt, weil wir haben, wie wahrscheinlich die meisten im Bereich der Elektromobilität, uns so die Fragen gestellt, wie weit komme ich mit dem Fahrzeug? Was kostet mich das Fahrzeug? Das war für mich so ein Punkt, weil ich einfach keine Transparenz mehr hatte. Und mich hat auch immer persönlich interessiert, wie geht es denn eigentlich meiner Batterie? Wir wollten uns auch so ein bisschen vergleichen. Wir wollten gucken, wie kann der i3, wie weit kommt der, wie agiert der, wie auch der Tesla. Und dann war eigentlich schon klar, Moment mal, Tesla 5, natürlich, Tesla ist der größte Elektromobilitätsanbieter derzeit, hat natürlich darauf einen Schwerpunkt. Mhm. Das heißt, wir haben nicht die Diversity an Fahrzeugen. Das war schon der erste Punkt. Und einfach auch persönlich war so die Fragestellung, wie sieht denn eigentlich das mit dem Thema Datenschutz und Datensicherheit aus? Und dann haben wir tatsächlich ganz offen gesprochen das Ganze einfach als Hobby gestartet und haben Plakate ausgedruckt und haben die aufgehängt in der Nähe der Ladesäulen und dann einfach mal darauf aufmerksam gemacht, hey, wenn Interesse besteht, meldet euch doch mal. Und dann haben tatsächlich dann letztes Jahr sich dann einige unserer jetzigen User gemeldet und haben gesagt, hey, es gefällt uns, könnt ihr nicht das noch bauen und das würde uns auch interessieren und so ist die Lösung dann eigentlich ins Rollen gekommen. Also seid ihr eher Elektromobilitätsfans oder eher IT-Fans? Also wir kommen erstmal aus der IT. Okay. Alle? Aus dem Softwarebereich. Ja, genau, alle drei. Du hast es gerade schon mal angedeutet, Sicherheit. Also mir ging es ja so, ich fand das natürlich schick, weil ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, meine Daten auszuwerten. Aber irgendwie fand ich es auch ziemlich scary, da jetzt meine ID einzugeben und mein Passwort einzugeben. Bei Tesla Fi, von dem ich nicht mehr weiß, wie man sie ausspricht. Wie sieht es bei euch in puncto Sicherheit aus? Also der erste Punkt war, dass wir gesagt haben, nicht jeder ist ja bereit, wie du schon gesagt hast, den Schlüssel, nennen wir ihn mal so, von dem Fahrzeug ja jetzt irgendwie preiszugeben oder in einer Lösung abzulegen. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten neben dem klassischen, so wie du es gerade beschrieben hast, Szenario, wollen wir auch anbieten, dass man das Aufzeichnen der Fahrzeugdaten zum Beispiel auch lokal zu Hause auf seinem Rechner laufen lassen kann. Das ist die Private-Lösung, oder? Genau, das ist das sogenannte Private-Deployment, was wir anbieten. Mhm. Ist aber natürlich klar, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist halt auch mit Aufwand verbunden. Man muss den Rechner halt am Laufen haben, man muss natürlich auch das aufsetzen. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein, dass ein Großteil der Community es einfach haben möchte, einen schnellen Einstieg haben möchte. Deswegen bieten wir natürlich auch klar die klassische Methode an. Wir nennen es die Cloud-Lösung. Mhm. Aber auch hier war uns als Beispiel ganz wichtig, gerade bei den Tesla-Fahrzeugen, wir speichern nicht die eigentlichen Usernamen, sondern nur diesen Schlüssel, über den wir die Daten abrufen können.
Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie sieht denn der Schutz der Daten aus? Klingt echt doof, aber es hat für mich dann schon angefangen, am Anfang, als wir das gebaut haben, möchte ich denn jetzt eigentlich wissen, dass der Nils, mit dem ich zusammenbaue, nicht falsch verstehen, aber eigentlich die ganze Zeit weiß, wo ich eigentlich hinfahre. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie. Und dann haben wir damit uns mehr Gedanken drüber gemacht, dass wir alle Bewegungsdaten verschlüsselt ablegen. Und das ist auch so krass, dass wir als Betreiber nicht auf diese Bewegungsinformationen zugreifen können. Das unterscheidet uns übrigens auch, by the way, sehr zu den anderen Anbietern. Immer wenn du mit deinem Browser auf unsere Seite gehst und deine Bewegungsdaten abrufst, zum Beispiel eine Fahrt, dann werden die bei dir lokal auf deinem Rechner erst entschlüsselt. Weil unser Slogan ist ja, dein Auto, deine Daten. Also du als Nutzer sollst die Entscheidung haben, was soll mit den Daten passieren. Ja. Was ist dann noch diese Open-Source-Variante? Der Tracker sozusagen, wie gerade erwähnt, also der die Daten aufzeichnet, der lokal auf meinem Rechner laufen kann, zu Hause, den haben wir als Open Source zur Verfügung gestellt, wie wir die Daten aufrufen, ist dort einfach Transparenz einzusehen. Was heißt, wenn jemand vielleicht eine eigene Idee hat, wie er das jetzt woanders laufen haben möchte oder kombinieren möchte, steht es jedem frei. Ja. Bei euch kostet der Service, ich glaube, ab 38 Euro im Jahr. Was macht ihr mit dem Geld? Warum zahle ich überhaupt was? Also unsere Lösung ist deswegen nicht kostenfrei, sagen wir es so, weil wir stellen sicher, dass die Daten sicher abgelegt sind, in Europa liegen und nach europäischem Recht quasi behandelt werden. Wir tun sie nicht kommerzialisieren und gar nichts. Wenn dann wirklich Firmen auftauchen, die dann Interesse haben an den Daten, träumen wir davon, die Parteien zusammenzubringen und der Kunde oder der User kann dann aktiv selber entscheiden, ob er dann die Daten zu einem gewissen Nutzen dann halt auch bekommt. Das ist für unsere Begriffe der moderne Umgang mit Daten. Also ich gebe jetzt zu einer gewissen Zeit einem anderen Dienstleister oder einem Hersteller meine Daten, habe dafür irgendeine Art von Vorteil, aber wenn ich es nicht mehr möchte, dann gebe ich es wieder zurück. Ja. Ihr habt zahlreiche E-Autos im Programm, glaube ich. Also wir haben aktuell 10 Hersteller, die wir unterstützen. Und auch da ganz cool übrigens ein super Dank auch für dieses Video an alle unsere User, weil wir wollen ehrlich sein, wir arbeiten ja jetzt mit keinem Hersteller exklusiv zusammen. Ja. Das heißt, es kommt alles über euch, über die User, die sagen, guck mal, ich fahre zum Beispiel, jetzt haben wir gerade den Mercedes EQC. Ja. Ich würde gerne auch den Einblick dieser Daten haben. Dann sagen wir, klar, gerne, lass uns in den Austausch gehen. Und so entwickelt sich das eigentlich. Was ist in der Pipeline? Auf was freue ich mich als nächstes? Gibt es irgendwas, was man schon verraten kann? Wir haben ja Twonity als Lösung, so wie du es kennengelernt hast. Und wir haben aber auch die Twonity-Plattform. Und die Plattform ist letztendlich wirklich die Möglichkeit, Szenarien aufzubauen, dass du als Endkunde weitere Dinge zusammenfügen kannst. Nehmen wir zum Beispiel an, du hast eine Solaranlage auf dem Dach, hast sozusagen dein Fahrzeug und möchtest jetzt, persönlich interessiert mich das, herausfinden, wie viel wirklich Sonnenenergie ist denn in meinem Auto gelandet? Also wie viel von der Batterie ist wirklich über Sonnenenergie? Und darüber haben wir halt die Twonity-Plattform, über die Schnittstellen freigegeben. Wenn man jetzt ein bisschen technisch versiert ist, kann man darüber Daten kombinieren, um auch sowas zu erarbeiten. Das ist das eine Thema. Aber eins unserer super spannendsten Thema ist, hört sich jetzt erstmal total einfach an, aber es ist das Thema Notifications. Also wirklich informiert werden über Zustände, über Eigenschaften des Fahrzeuges. Auch das Thema den richtigen Ladetarif finden. Also wirklich in der richtigen Sekunde. Auch das über vielleicht Notifications. Da arbeiten wir gerade ganz fleißig dran. Und das letzte Thema, was ich noch mitgeben möchte, ist das Thema Multi-Vehicle. Also wirklich mehrere Fahrzeuge über einen Account und dann aber auch die Einfachheit, dieses Low-Code-Daten zu verbinden. Das ist so etwas, wo wir jetzt dran arbeiten, Schritt für Schritt freigeben werden. Ja. Twonity.io ist die Webadresse. Verrat mir noch zum Schluss, woher das IO kommt. Das ist wahrscheinlich eine doofe Frage, aber... Kommen war zu teuer. Genau, also die Idee ist einfach, IO kommt wirklich eigentlich aus der Idee Dateneingabe, Datenausgabe. Mhm. Und wir haben damals gedacht, das passt da nicht ganz gut zu unserem Motto. So, jetzt könnt ihr euch das auch merken, wieso das Twonity.io heißt. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst hier einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert fleißig in den Kommentaren und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer dieser Dad. So, jetzt hole ich euch wieder hoch.